So. Gib mir die den Ankeckpanzer. Beinahe unter meiner Würde. Für nur ein klitzekleines bisschen mehr. Hast du den Panzer? Ich bin noch nicht fertig. Was? Ja, gut. Nichts leichter als das. Na, ganz toll. Dann beklauen wir jetzt erst einmal den Typen hier drüben. Im Feldpostwirtshaus. Das macht Imoen mal alleine. Den müssen wir nämlich auch wieder mit Taschendiebstahl beklauen. Und ja, jetzt rächt sich das fast schon, dass wir Taschendiebstahl nie gesteigert haben. Das erhöht übrigens auch Taschendiebstahl. Trank der Macht. ETW-Schaden. Das ist eher was für den Kampf fast schon für Imoen. Ja, denn ich verschwinde jetzt. Weil der Meisterdiebestrank, der tut nur Schlösser öffnen und Taschendiebstahl steigern. Vielleicht, wenn wir mal wieder in der Diebesgilde vorbeikommen, kaufen wir noch 2 Stück davon, wenn wir sie mal nötig haben. So, Imoen. Denn ich verschwinde jetzt. Da hoch, bitte. Hier lang. So, den da müssen wir bestehlen. Das ist nämlich der... Wie heißt der? Algernon. So, wenn er nicht gerade wegläuft. War der Taschendiebstahl erfolgreich. Juhu. Ich hab genug davon. Nichts leichter als das. Taschendiebstahl war erfolgreich. Wir haben immer noch Stunde 9 nur. Müsste jetzt also mindestens noch einmal schlafen. Ja, Stunde 18. Das sind also noch 9 Stunden. Und wenn ich schlafe, sind es nur... Sind es leider nur 8 Stunden. Ups, das war die hohe Hecke. Okay. So kann man es auch machen, natürlich. Gut. Und jetzt ist Mitternacht. Gut. Und Mitternacht ist ja leider ja nicht da. Nichts leichter als das. Also müssen wir so oder so nochmal schlafen, aber dann haben wir wenigstens unseren Ankeckpanzer endlich. Mann, wir haben nur 10 Tage im Baldur's Gate gebraucht, aber das waren gut. Stunden an Aufnahmen. Wie wär's mit einem Whisky? So, okay, eure Dienstleistungen, einmal schlafen. Und ich glaube, selbst dadurch, dass ich alles wieder aufgeholt habe, haben wir maximal einen Tag jetzt gespart. Weil in der Zeit, wo wir vergiftet waren, da habe ich ja so oder so nicht gerastet. So, jetzt dürfte aber unser Arcane-Panzer endlich fertig sein und wir können uns wieder auf den Weg nach Baldur's Tor machen. Müssen wir nur hier rein? Was wollt ihr? Beinahe unter meiner Würde. So. Beinahe unter meiner Würde. Ein klitzekleines bisschen mehr kann ich alles machen, was ihr wollt. Oh, ihr seid zurückgekehrt. Hier ist, was ich euch versprochen habe. Ist sie nicht herrlich? Ich habe lange keine so schöne Rüstung mehr angefertigt. Tragt sie mit Würde. Jo. Eine Rüstung für Yahira. Die legt jetzt mal den Ring ab. Und die Rüstung. Die kommt zu Kalid. Und mit dieser Rüstung hat sie minus 3. Mit der hätte sie nur minus 1 gehabt und nochmal minus 2 mit dem Ring. Aber den Ring braucht sie ja jetzt nicht mehr. Du kannst ihn nicht tragen. Du hast schon einen. Du hast den plus 2. Du kannst nicht. Du kannst auch nicht. Und du trägst schon einen. Gut.
Das heißt, Imoin hat den Umhang. Was ist das für ein Umhang? Algernons Umhang. Algernons Umhang ist mit magischen Eigenschaften getränkt. Zum Beispiel sieht der Träger so aus, als ob er von innen heraus leuchtet. Nichts leichter als das. Also so eine Art Nymphenumhang, weil das Ding gibt auch Charisma plus 2, so wie der Umhang, den Talisa trägt. So. Jetzt gehen wir über den freundlichen Arm wieder nach Baldur's Gate zurück. Gut. Wo war der nochmal? Ich glaube, der war in demselben Gebiet, wo auch die... Genau hier in dem Gebiet, wo das Herrenhaus von... Nichts leichter als das. Enter Silberschild war. So. Genau da. Da müssen wir rein. Nein, das war die Taverne. Okay. Gut. Wo war der dann nochmal? War er hier oben, eins weiter? Oder war er hier unten? Nein, hier war er auch nicht. Du verzupft dich, gell? Wenn nicht, dann zeige ich dir aber die Klinge, du. Beinahe unter meiner Würde. So, das heißt, wir müssen ihn woanders suchen. Ich glaube, er war hier unten dann. Da gehen wir nochmal. Etwas gesagt? Obwohl, ich glaube, der Weg so ist kürzer. Ach, und es wird hell im Baldur's Gate. Gut. So geht's, glaube ich, schneller. Aber er war, glaube ich, hier. Hier lang. Ja, hier ist er. Nichts leichter als das. Hammer wird die Banditen schon erledigen. Ja, der dicke Hammer von Talisa hat sie erledigt. Oh, ich bin mit eurer Fingerfähigkeit sehr zufrieden. Hier habt ihr 200 Goldmünzen für eure Umstände. Und 300 Erfahrungspunkte. Gut. Beinahe unter meiner Würde. Das heißt, wir können jetzt zum Eisenthron weiterziehen. Wobei, wir sollten erstmal rasten, weil... Nichts leichter als das. So war das blöd. So ist besser, weil wir sind ja die 12 Stunden unterwegs gewesen von Berigos zu nach Baldur's Tor. Beinahe unter meiner Würde. Gut. Zimmer sind die besten an der Schwertküste. So, Dienstleistung. Einmal königlich schlafen. Danke. So. Nichts leichter als das. Das heißt, wir können rüber zum Eisenthron gehen. Nichts leichter als das. Ja gut, gehen wir nochmal den ganzen Weg hier hoch. Hier vorbei am Haus des Kapitäns. Hier ist der Eisenthron. Genau, der Eisenthron. Währenddessen gucke ich mal kurz in mein Inventar, wie das so aussieht. Trank des Feuerotems, den könnte sie auch mal benutzen. Lebenstränke, Stärketränke, Unverwundbarkeit. Du trägst die beiden Sachen. Ein Heldentrank mit dir rum. Ah, Heiltränke sehen langsam die Reserven nicht mehr so gut aus. Sie hat noch genug magische Geschossstäbe. Sie hat noch den einen Feuerball. Dann können wir ihr langsam wieder Stäbe geben. Ein Furchtstab. Verwandlungsstab. Schade, dass wir den wahrscheinlich nicht auf Sarivok anwenden können. Aber egal. So. Sagt, was ihr wollt. Gut. Bevor es jetzt aber in den Eisenthron geht, muss ich mal kurz ein Päuschen machen und was erledigen. Aber die Aufnahmesession geht danach gleich weiter. Ich werde trotzdem mal hier kurz speichern.
Speichern. LP034 für alle Fälle. Und dann sehen wir uns definitiv gleich wieder. So, da bin ich auch schon wieder. Wie versprochen, geht's jetzt weiter. Und wir begeben uns jetzt in den Eisenthron. Unter meiner Würde. Ist schon mal sehr schlick eingerichtet. Raus hinfort, flieht so lange ihr noch könnt. Hier wird der Wahnsinn herrschen und ich ertrage es nicht länger. Wahnsinn in diesem vielgelobten Turm? Dass hier Böswilligkeit herrscht, dann zweifle ich nicht. Doch Wahnsinn niemals. Beruhigt euch und erklärt euch, guter Herr, sodass ich euch besser verstehe. Mich beruhigen? Mich beruhigen, während Sarifoks Gehilfen ihre magische Kakophonie an mir praktizieren? Ich denke nicht daran, Fremdling. Ich denke überhaupt nicht daran. Okay, der verschwindet beinahe schon mal. Unter meiner Würde. Da ist wohl einer zu Vernunft gekommen, mehr oder weniger. Oh, ein Wächter. Wir kommen in der Zelle des Eisendrohns. Was bringt euch hierher? Wir haben hier zwar nichts zu suchen, aber vielleicht verschaffen wir uns diese 200 Goldmünzen trotzdem Zutritt. Wir haben geschäftlich mit den Anführern zu tun. Wir kommen gerade aus Sembia und sind recht erschöpft. Also wären wir euch dankbar, wenn ihr zur Seite tretet. Wir wollen uns mit dem Eisenturm verdingen. Wenn ihr uns sagen könnt, an wen wir uns wenden sollen, dann finden wir uns schon zurecht. Wenn wir euch diese 200 Goldmünzen geben, würdet ihr dann keine Fragen stellen und uns einlassen? Ich bin hier, um all jene zu töten, die sich zum Eisenturm bekennen. Nee, wir wollen hier jetzt nicht gleich im Erdgeschoss Aufmerksamkeit erringen, sonst gibt es hier wahrscheinlich großen Alarm. Deswegen sagen wir, wir wollen uns mit ihm verdingen. Wir brauchen keinen neuen Mitarbeiter, verschwindet jetzt. Das wollte ich eigentlich nicht, aber wenn er schon so aggressiv ist, ist sonst keine andere Wahl. So, da ist die Treppe nach oben. Da ist noch eine Treppe nach oben. Oh, und da geht's nach unten. Gucken wir doch zuerst mal nach unten. Übrigens muss ich meine eine Aussage revidieren. Der Eisenthron ist doch das Gebäude aus dem Intro. Hey, und unten darf keiner sein. Rein. Zischt ab, bevor ihr was auf die Nuss bekommt. Also ja, der Eisentor ist wirklich das Gebäude aus dem Intro, wo man Sarivok darauf sieht, wie er jemanden runterschmeißt. Da habe ich mich wohl das letzte Mal vertan und nicht genau hingeguckt. Also hier, hier unten darf keiner rein. Zischt ab, bevor ihr was auf die Nuss bekommt. Immer mit der Ruhe. Wir überprüfen lediglich ein paar Waren, die wir vom Eisentor gekauft haben. Wir sind neue Rekruten und es wurde gesagt, wir sollten uns etwas umsehen und das tun wir gerade. Wie wär's damit, Dreckskerl? Wir überprüfen Waren. Mir hat niemand was davon erzählt, ich glaube, ihr lügt. Okay. Gut. Noch eine Wache. Gut. Und hier ist ein Ausgang. Wo führt der denn hin? Okay, wir müssen schon mal unsere Gruppe sammeln. Ach, der führt in die Kanalisation. Das war der eine Ausgang, den wir vorhin noch gesehen haben. Beinahe unter. Okay, das ist gut zu wissen. Beinahe unter meiner Würde. Das sollten wir uns auf jeden Fall merken, falls wir mal unauffällig in den Eisenthron nochmal eindringen müssen. Was wollt denn? Ich verschwinde jetzt. Gucken wir jetzt mal, was wir hier so finden, wollte ich gerade sagen. Doch, das ist irgendwie gerade in meinen Gedanken stecken geblieben. Oh, wir haben hier Gold. Trank der Schöpferkraft. Immer schön. Trank der Geschütztheit. Gegen Giften falsches und ein Trank der Sturmriesenstärke. Oh. Gar nicht mal so schlecht.